So. Ja, der war gut. Das kann der Amiga wirklich super, das Failen. Komm. Kann ich von hier aus ins Bett? Ja, geht. Ja, fall ruhig runter. Ich brauche sowieso nicht mehr. So, Glas, haben wir Glas schon hier? Ja, haben wir hier. Aber das Eis nicht. Ach Quatsch, wir brauchen ja auch gar kein Glas. Das Eis haben wir nicht hier. Damit wollte ich nämlich den Ablauf da unten machen. Jetzt können wir hier, aber müssen wir noch mehr abreißen. Hier habe ich mir auch noch was überlegt. Moment. Zack. So. Das sah ja so komisch aus, aber das ist egal, dass das da komisch aussieht, weil es wächst hier wieder runter. Und das soll es ja schließlich. So. Weg damit. Ja, kann ruhig alles da unten rumliegen. Müssen wir hier noch mehr irgendwo abreißen? Ne, glaube ich, hatten wir alles schon. Können wir hier also auch wegmachen. So. Und dann gehen wir mal. Deswegen hatte ich jetzt schon ein bisschen was hier eingesteckt. Alter. Wir haben einiges an Krempel hier. Dann nehmen wir einfach alles mal mit. Was wir so reinkriegen. Das muss ja alles wieder weg hier. Dann holen wir das Eis am Bauernhof. Damit wollte ich nämlich den Fallschacht da fixieren. Meine, theoretisch unnötig, weil die sowieso gerade runterfallen, glaube ich. Aber praktisch gehen wir da auf Nummer sicher. Falls er mal nicht so ganz gerade fällt, fällt er dann trotzdem in das Loch, was wir da unten noch buddeln müssen. Die ganzen Schienen hier noch wieder abreißen, Alter. Oh. Irgendwas Unnötiges in der Tasche. Ja, Flint. Zack. Waren aber keine runtergefallen, ne? Nein. Ich weiß, ich hätte es mit Wasser machen können. Haben wir es überhaupt in der Tasche? Nö, haben wir nicht. Aber mit dem Wasser würde ich auch das Gras hier wegspülen. Das da. Und das möchte ich nicht. Auch wenn man es wieder nachwachsen lassen kann. Ja, super. Ne, ohne Spitzhacke mache ich das nicht. Das dauert mir zu lang. Hallo Kühe, seid da noch alle drin? Ja. Boah, sind die laut. Alter. So, nee. Oh, die Eierkiste ist voll. Mein lieber Mann. Der da drunter auch schon? Nee, der noch nicht. Ja, hier müssen wir jetzt mal random einfach einiges reinballern, um wieder Platz zu kriegen. So, weg, weg. Oder Glas, ich weiß zwar nicht ob, aber ob ich brauche. Aber das können wir mal da rein tun. Da ist das Eis. Und den Kobbel hätte ich vielleicht auch gebrauchen können. Idiot. Oder sollen wir schick machen? Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Brauchen ja auch Lava zur Tötung. Oder was heißt brauchen? Ich möchte Lava nehmen zur Tötung. Hopp. Da war der Hühnerlack wieder.
So, gehen wir mal hier lang. Hoffi. Was auch noch lustig wird. Die Stufen, die ich hier unten machen wollte. Aber, naja. Das hat Zeit. Müssten da nicht zwei sein? Wo sind der zweite? Ach, da. Okay, seid ihr noch sauer? Oh, es sind schon vier. Guckt euch das an. Mein lieber Mann. Ah, ja. Oh, Mist. Sind die mir natürlich ein bisschen im Weg hier. Aber okay. So, zack. Ach so. Nein. Och, musst du jetzt auch noch in den Weg? Na, geh kaputt. So. Das mache ich mit Eis, weil... Der ist im Weg. Mist. Ich muss hoch. Weil man es von hier dann nicht mehr sieht. Unter Wasser kann man das Eis zwar sehen, aber halt von oben nicht mehr. Ist also eine reine Optikgeschichte, dass das hier nicht so... Alter. Dass das hier möglichst naturgetreu bleibt, rein von der Optik. Mist. Warum steht ihr jetzt alle hier im Weg? Verdammt nochmal. So. Nein, ich muss hoch. Wasser. Luft. So. Ach, Junge. Junge. Ach. So. Dicker. Naja, komm. Und Luft. Und ich habe keine Spitzhacke gemacht. Hat das jetzt gelackt, mein lieber Mann. Da geht's runter. Ich habe kein Schild bei. Mist. Nochmal hoch. Ja, könnt ihr gucken. Da werdet ihr gleich auch runterfallen. Aber das heißt gleich, das dauert leider noch ein bisschen. So. Na, raus hier. Hopp, 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 hopp. Hey. Der Sprung hat doch tatsächlich geklappt. Ich bin überrascht. Nur noch drei. Oh. Was soll ich denn mit dem Ei? Jetzt hebe ich es natürlich wieder auf. Ach, jetzt war ich auch, was ich wollte. Weg. Essen. Alter! So. Ein Schild. Wir brauchen ein Schild. So. Drei. Ja, wir bräuchten aber vier. Um ganz genau zu sein. Also, noch eine Ladung. Zack. Zack. Das machen wir mal wieder aus. Hey! Dicker, geh mal weg da. Na, warum kann ich das Schild nicht haben? Mann. So. Ist der Dicke noch hier? Nee. Irgendwie sehe ich gerade nichts und ich fürchte, ihr seht noch weniger. Weg. So. Muss ich nochmal Luft holen? Und nochmal runter.
Zack. Von jetzt an können wir hier unten Luft holen. Oh, das wollte ich nicht. Also war egal. Und springt jetzt keiner auf den Dassel, ne? Ah, ich komme ja gar nicht wieder hoch. Der war natürlich auch gut. Haben wir wieder fein nachgedacht. Vor allem, weil ich jetzt gar nicht weiß, in welche Richtung. Und keine Spitzhacke bei ab. Naja, was hat Thora so schön geschrieben? Sie sieht mich gerne failen. Oder er. Es ist ein er. Auch wenn der Name Thora irgendwie dazu mich dazu bringt, sie zu sagen. Aber ich weiß, dass es ein er ist. So, hoppa. Hep. Und hep. Haben wir hier noch Eisen? Erstmal pennen. Erstmal pennen. So. Na, nur Eisen, was wir backen müssten. Oh Mann. Ja, egal. Ach so, die Eimer können wir hier lassen. Die brauchen wir noch. Ich weiß gar nicht, ob wir den ganzen Kram am Bauernhof überhaupt untergebracht kriegen. Wobei mir jetzt gerade noch was einfällt. Zack, zack. Die können wir erstmal hier lassen. Wir brauchen ja Platz für die Schienen, die wir eh nicht abbauen können. Okay. Das blöde Ei. Weg. Jetzt wächst hier schon das Gras rüber. Guckt euch das an. Brauchst du nicht. Das wird eh wieder abgerissen. So. Ich wollte gerade sagen, schöner gerader Weg hoch, da sind dann natürlich Blätter im Weg, ist ja logisch. Platz. Öp, jup, jup. Oh. Dann gehen wir halt leer lang. Brüllt mir bitte nicht so ins Ohr, das ist ja schrecklich. Hier. Haben wir hier denn Eisen? Ja, haben wir. Türen erstmal wieder weg. Alter, haben wir hier einen Schrott drin. Da hatten wir nur Essen drin, aber komm. Das wird lustig, wenn wir hier noch wieder aufräumen. Rest behalten. Ach, Eis brauchen wir eh noch. Da bin ich etwas unvorbereitet. Beziehungsweise ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Eis bei drauf geht. Das hat gar nichts mit unvorbereitet zu tun. Mache ich mich selber schlechter, als ich bin. Hab. Komm. Schaufel werden wir auch noch brauchen. So. Zack. Und wieder hin. Ich sehe hier wieder ständig die Bäume, wie ich sie nicht gerne habe. Ich der Natur ganz gerne ein Stückchen nachhelfen würde. Na, Kuh? Na, so laut. Na, Kätzchen? Nein, ich will das Ei nicht. Das müssten wir auch mal
irgendwann in Angriff nehmen. Da brauche ich aber dann auf jeden Fall ein Thema zu, was ich euch erzählen kann. Mal ein bisschen angeln. Und damit wir uns eine Katze holen können. Das wäre doch gar nicht schlecht, oder? Kann man das wieder einpacken. Und hepp! Und runter da. Jetzt bin ich gerade überlegen, kleiden wir hier aus? Wäre vielleicht besser. Und ich hab. Ach, ich Idiot. Welche Richtung? Die da. Ja, die da. Ab hier runter. Na? Kriegen wir auf die Art noch eine Tintensackfarm? Das wäre aber nicht geplant. Aber kann durchaus sein, wenn ich das Eis nicht bis zur Wasseroberfläche ziehe, was ich ja auch nicht vorhabe, dann kann das natürlich durchaus passieren, ja, dass die Jungs hier reinfallen. Weg. Mal so ganz nebenbei noch ein bisschen Tintensackfarben. So. Reicht uns das an Tiefe? Das ist natürlich etwas, was ich überhaupt nicht geplant habe.